Herzlich willkommen bei Anno 1800. Ich versuche eine wunderschöne Stadt bzw. Städte zu bauen. Mit allen DLCs, Mods nach dem Start, zum ersten Mal, dass ich das spiele. Und ja, wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, meine Lieben, da sind wir wieder zurück. Weiter geht's bei Anno 1800. Und ja, unser Ziel ist es heute, ins Land der Löwen zu reisen und uns um die erste Bevölkerungsstufe zu kümmern, würde ich sagen. Das machen wir. Und bin ich gespannt, was da rauskommt. Schauen wir mal. Ich habe die Expedition schon gestartet und würde sagen, wir schauen da gleich mal rein. Das machen wir. Frage ist nur, in welche Richtung wir gehen. Weiter nach Olispo. Gehen wir mal in die Richtung. Ja, zusätzliche Erfolgschance. Handeln. Das will näher. Ablehnen. Das möchte ich nicht. Beruhigen das Pferd. Zum uralten Labyrinth. Ja. Zusätzliche Rationen. Die habe ich auch schon gestartet, aber das ist ja jetzt nichts Neues. Schauen wir mal. Passt. So. So, Expedition, das Land der Löwen, da wollen wir ja hin. Die große gehörte Tür gehen. Den unauffälligen. Die Kante des Lochs klammern. Fahren wir auch hin. Wir haben genug Ressourcen mit. Da haben wir auch. Ah, bin schon da. Oder? Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Sehr gut. Ich dachte, ich bin schon fast da. Der muss ja jetzt eigentlich auch gleich da sein, der. Der nette Herr. Wir schauen uns die Expedition an. Land der Löwen. Ja, Volksschance. Oh. Ja, sitzt. Annehmen. Alles annehmen. Grabräuber. Weiter geht's. Dann noch da auf den Spuren Ihrer Majestät. Die Verfolgung fortsetzen. Capture Lorne. Da sind wir mal. Schön. Nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Cap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Kapaun-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaun-Zepters, einem Privileg unseres... Vorerst vielleicht noch ein bescheidener Außenposten. Ja. Du hast echt einen Glücksgriff gemacht. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Juhu.
Da freue ich mich aber. Fahr mal daher. Aber... Capitulane. Die schöne Stadt. Ey! Wer meckert denn da? So, da kümmert sich aber später drum. Jetzt ist einmal das Land der Löwen dran. Boah, 59% Chance. Sehr cool. Zur heiligen Stadt Savannah. Ja, ja. Schauen uns die Expedition an. Einige Kreaturen folgen uns. Ich möchte es betrachten. Nein. Shit. Jeder Schuss ein Treffer. Naja. Schauen wir mal, was da rauskommt. Naja, Expedition wichtiger. Unsichere Gewässer. Prozent Chance. All die sagenhaften. Wir haben es geschafft. Wir sind in Enbasa. Schön. Die Musik, Leute. Thema. Darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Norden. Diese edlen Herzen sind immer in ein Besser willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Bisher habe ich diese unfruchtbare Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt. Der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub erwächst ein neuer Garten. Seit vielen Königen war Enbesa nicht so vereint wie jetzt. Auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als gespalten. Jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die gen Süden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen. Oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich ihnen die Aufgabe Taborin, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Möge sie wachsen, um ganz Enbesa in einem Bund zu vereinen. Binyam wird ihnen helfen und ihnen seinen Plan für die Kanäle zeigen.
Taborim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Ja, mega cool, oder? Das schaut doch wahnsinnig geil aus. Also, boah. Kann man nicht meckern. So, die Frage ist jetzt... Zu klein. Ich möchte mit Ihnen über bedeutende... Ja? Lange sind Sie gewandert. Doch nun sind Sie angekommen. Im gesegneten Land von Enbesa. Ja. Ich, Sale Ketem. Ja? Schneller. Was ist denn das? Da darf ich dann hin? Ich denke. Ja, wir kriegen ja ein Konto schon. So Leute, dann haben wir jetzt da unser Ziel mal, wo wir hin müssen, überhaupt erreicht. Und jetzt werden wir uns da um die erste Bevölkerungsstufe kümmern. Fahr weiter. Bist du denn? Ah, da. Erwarten neue Horizonte. Wenn Sie die vielen Völker in Besas vereinen wollen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Kein Rettungseinsatz. Wer rettet mich? Wir reisen in die alte Welt. Die Menschen lassen sie hochleben. Also, danke. Bilanz. So. Wir bauen. Ganz normal, wir fangen mal an. Wasserpumpe. Das machen wir gleich einmal. Marktplatz. Warte, ein paar Häusl nochmal. Oder sollte ich zuerst. Ne. Was ist denn das? Da Holzfällerhütte. Mach mal ein paar Häuser. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Du kommst aus einem weit entfernten Land, nicht wahr? Annehmen. Wenn du möchtest. Waren sind nur ein Bruchteil des Panzerholz ist stabil. Panzerholzfällerhütte. Ja, aber ich brauche mal ein paar. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay. Frage ist jetzt, wo baue ich das hin? So ein bisschen abgelegen, ha? Huh? Mal so. Sie in einiger Entfernung errichten. Übel riechende Kreaturen landen gerne auf den Zweigen. Wir führen ein gemäßigtes Leben und ziehen warme Ziegenmilch dem Alkohol vor. Aha. Achso, das kann... Wieso ist das jetzt da wieder zu weit weg? Ja, funktioniert schon wieder nicht so, wie ich möchte. Haben wir irgendwo... Wo kann ich denn eigentlich handeln? Ach, die Berge in Wien. Was kostest denn du? Ich hätte ein Sie können gehen. Ja, ja. Gib mal her. Handeln.
So. Alles wird sorgfältig aufgeteilt. Ich mal leichter. Aber die werden ja nicht viel brauchen, oder? Ein neuer Tag. Gewänder und Trockenfleisch, ja, das ist okay. Ist das Schiff? Ist das... Ah, der ist schon da. Tu das mal da rein. Was bringt uns die? Puh. Sehr gut. Ein neuer Auftrag. Aber du fahrst bitte wieder zurück nach ENB, ja? Weil falls ich dich brauche, dass du da bist. Ist das Schiff jetzt schon? Einsatzbereit. Es kommt gerade. Es fährt schon ein bisschen langsam, ja? Älteste. Ach man, ey. Aber wir können die Straße verbinden. So. Oh, ich habe dich. Genau, die können jetzt arbeiten. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen. Wie viele Pläne der hat, bitte? Faszinierend. Da machen wir... Was haben wir denn hier? Nein? Schade. Nicht richtig elektrisch. Da kommt dann was rein nachher. So. Zur Stelle. Kannst du es da noch rein? Hey! Kein Platz mehr. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oha! Podium! Wie, was hat denn das für ein Radius? Gar nicht mal so weit, warte. Das machen wir mal weg und dann tun wir das mal da rein. Machen wir so. So geht das noch nicht. Biskustee. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So cool. Ich finde das ist so cool, die Mechanik. Also mir taugt das extremst. Weil da, warte, können wir ja die Feuerwehr. So ist besser. Genau. Also, die haben das, die brauchen jetzt unbedingt. Was haben wir da?
Ziegenfarm. Ist nicht gescheiter vielleicht? Das so zu bauen und da das freizulassen. Ich glaube nämlich schon, weil dann ja, das passt uns so. Köstlicher Geschmack von warmer Ziegenmilch. Ein anspruchsvolles Tier. Ja. Doch seine So. Das passt, das arbeitet. Ziegenfarm, wir brauchen das hier. Halleluja. So gedruckt werden? Ich muss schauen, der Herr. Nee, nee, nee. Man könnte es als ist eine Urgewalt, so wie die Menschen. Doch mit Willenskraft und Entschlossenheit kann es zum Nutzen aller Wasser ist in Nbesa sehr knapp. Meine Güte. Ich habe deswegen ein Bewässerungssystem ausgearbeitet. Ist das nicht süß? Eins wird darauf. Das glaubst du? So. Jetzt können wir starten. Dann lassen wir die Ziegen fahren. Da machen wir das hier. Düngersilo, das können wir noch nicht machen. Es rührt mich, unser System im Einsatz zu sehen. Ja. Das habt ihr geweckt, ich sehe nichts. Das habt ihr gut gemacht. Wasser ist der Schlüssel, um Nbesa zu vereinen. Hirten weben ihre eigenen Stoffe. Doch dafür brauchen sie Flachs. Und der wiederum benötigt Wasser.
So. Stoff. Das bauen wir natürlich wohin, wo kein Wasser ist. Und dann das. Weil das wäre ja Blödsinn, wenn ich mir das quasi wegnehmen würde. Ich hege die Hoffnung, dass alle jungen Leute... Die Geschichte handelt von einer Stadt wie unserer, in der alles... Trockenfleisch. Kommt da noch was dazwischen? Oh! Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ja. Wir werden so erleichtert sein. Wohin denn? Es gibt ein Land, wo Leben und Liebe alles in den bereit. Himmel ragen und Düfte von Honig durch die Lüfte schießen. Okay. Das machen wir. Machen wir schnell. Da haben wir noch so ein Wasserding, noch eine. Na bumm. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Hihi. Als junger Mann hatte ich die gleichen Träume cool. wie Hirten. Und zum Teil. Der schenkt mir was. Das ist nicht nett. Dieser muss sich anpassen, wenn es neue Höhen hat. Wer? Ich verstehe es leider nicht. Kann ich da jetzt schon ein bisschen was verschönern? Das gibt's ja nicht. Ah! Jetzt. Da brauchst du rein. Wieso nicht? Hey! Das Land könnte etwas weniger Löwen gebrauchen, wenn du mich fragst. Nee. Was waren da drinnen? So, wie schauen wir denn da jetzt aus? Was haben die alles? Silberstreif. Warum kein honigsüßer Streif? Wir brauchen Trockenfleisch. Dazu brauchen wir Sangarfarm. Ja. Was habe ich denn gekriegt? Ich denke gerade über ein Projekt nach und benötige ihren. Okay. Was habe ich denn? Beeinflusst alle besianischen Unterpflanzfarmen. Cool. Ruder übernehmen. Kann ich davon schon. Depot. Machen wir das aber daher. So. Jetzt kann das nämlich da weiter steigen. Genau, jetzt habe ich da mehr Platz dann. Wir haben gesagt Trockenfleisch. Wir brauchen das hier. Das mal so.
Das machen wir so. Genau. Oh, ich habe dich gar nicht erwartet. Schütz uns. Ah, das ist aber so. Ah, also es geht ja sogar. Ach, als hätte ich's gewusst, oder? Nein! Das geht sich nicht aus. Heieiei. Was machen wir denn da jetzt? Das kann schon da trinken. So machen wir das. So, das arbeitet und dann kommt jetzt noch irgendwo da. Weil sich's anbietet, das daher. Dann brauchen wir aber mehr Einwohner. Ich würde gerne eine Angelegenheit mit Ihnen besprechen, die das gesamte Reich betrifft. Okay. Ich bin gleich bei dir. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldovat. Ist okay. Denn drin. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Die müssten jetzt eigentlich fertig sein. Die Geschichte handelt von einer Stadt wie unserer, in der alles gut war. Okay, Hibiskus fehlt noch. Ah, der hat noch genug. Hibiskus-Tee. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Der große Orange. Die Zeitung. Manchmal vergessen die. Da. Ich kann dir das beibringen, wenn du möchtest. Juhu. So. Mach noch eine. Passt. Dann die... Das da. So. Das müsste jetzt auch laufen. Na gut, meine Lieben, wir haben die Bedürfnisse und die Zufriedenheit der Hirten erfüllt, ausgezeichnet. Da gehen noch ein paar Giraffen herum und ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mit dabei seid. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Noch schöne Feiertage. Ja, ciao.